Mitte September fanden im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen die Zechenbahntage statt. Aus diesem Grund gastierten einige für Zechenbahn typische Fahrzeuge in Bochum-Dahlhausen. Unter anderem waren auch die D5 der Hespertalbahn sowie Lok Anna der Zeche Zollern zu Gast. Auch die Geroldsteiner 5261-06 war anwesend. Sie pendelte mit der Railflex 212-039 zwischen dem Bahnhof Bochum-Dahlhausen und dem Museum. Lok Anna ist derweil mit Führerstandsmitfahren beschäftigt. Auch die Feldbahn war für die Besucher unterwegs. Widmen wir uns nun noch einmal dem Pendelverkehr, diesmal allerdings mit der D8 aus dem Hespertal.
Neben den Pendelfahrten zum Bahnhof Dahlhausen pendelten auch 78468 und 52106 zur Zeche Zollverein. Mit ihren Aufnahmen endet auch dieser Film.